Hey Leute, was geht und willkommen zurück zu einem weiteren The Starting Crew Video. Heute sind wir mit unserem 600 LT Spider und unserem 675 LT Spider unterwegs. Wir wollen euch einen kleinen Vergleich geben zwischen den beiden Autos. Was ist anders? Machen beide überhaupt Spaß? Und ja, ich glaube, das wird ein ziemlich cooles Video. That's a bet, right? Ayy, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky. Als allererstes schauen wir uns die Autos natürlich einmal an. Direkt vor mir seht ihr unseren 600 LT Spider. Der ist der McLaren Onyx Black und hat natürlich auch das Stealth PPF. Rote Bremssättel, schwarze Felgen und dann im Innenraum auch alles schwarz-rot gehalten mit dem MSO-Stitching hier. Die Sitzgurte sind rot und natürlich auch das MSO-Logo hier unten. Unser 600 LT Spider hat kein Carbon draußen, außer die Front-Louvers, die ihr hier sehen könnt. Sonst ist das Auto ein kompletter MSO, also McLaren Special Operations Spec. Jedes kleine Detail ist von denen gemacht und sieht dadurch wirklich echt cool aus. Und der 600 LT ist einfach was ganz, ganz Besonderes, finde ich, weil man hat einfach die Abgasanlage hier oben und es klingt so, so, so gut. Wie ihr hier sehen könnt, sieht das ein bisschen dreckig aus, aber das ist von den Flammen. Das sind die Flammen, die aus dem 600 LT Spider hinten rauskommen und natürlich auch der Diffusor von dem Auto ist absolut brutal, einfach riesig. Und wie ihr hier sehen könnt, manchmal, wenn man unterwegs ist, kommen das kleine Gitter hier ein paar Sachen rein. Bisschen nervig, aber es gehört dazu. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal unser 600 LT Spider und jetzt zeige ich euch den 675 LT. So, hier haben wir jetzt unseren 675 LT Spider. Natürlich, beide Autos sind Spider, aber der 675 LT ist wirklich etwas extremst Besonderes. Wir lieben dieses Auto, es ist wahrscheinlich vom Fahren der beste McLaren, den wir haben. Und meiner Meinung nach fährt er sich auch besser als der 600 LT, aber auf das Thema kommen wir später rein. Gleiche Geschichte wie bei unserem 600 LT, das Auto ist ein Onyx Black, aber hier haben wir relativ viel Carbon. Der ganze Frontsplitter ist aus Carbon, die Seitenschwelle sind alle aus Carbon, die Sideskirts hier natürlich auch voll Carbon mit dem schönen 675 LT Logo hier unten. Die Felgen sind in Stealth Grey, was perfekt zu den Carbon passt und dann haben wir hier selbst in der Mitte, das ist auch aus Carbon, McLaren Orange farbene Brake Calipers, sehen auch mega cool aus. Und dann hat das Auto etwas, was wir nie erwartet hätten, was wir jemals kaufen würden. Wir haben einen schwarz-orangenen Innenraum. Wie ihr sehen könnt, die Sitze sind komplett orange. Vielleicht kommt das auf Video etwas gelb rüber. Aber es ist wirklich ein schönes, knalliges Orange. Es hat genau die gleiche Farbe wie das LT-Logo, wie ihr hier hinten sehen könnt. Und ja, limited to 500 cars, special build. Das ist halt McLaren 675 LT und es ist einfach so ein gutes Auto. Hier die ganze innere Seite der Tür ist auch aus Vollcarbon. Und ja, das Besonderste am 675 LT ist natürlich das Heck. Wie ihr sehen könnt, es ist ein riesen Spoiler. Den kann man hoch und abfahren, aber oben sieht es einfach viel besser aus. Deswegen haben wir ihn die meiste Zeit oben. Auch wenn es nicht sein muss. Aber wie gut sieht das bitte aus? Wir lieben es einfach. Und etwas, was beim 675 LT auch sehr cool ist. Ihr könnt hier die Abgasanlage sehen. Vielleicht kann man das auf Video leicht erkennen. Die wird leicht lila-blau, das heißt das ganze Titan verfärbt sich, was auch ein cooles Feature ist. Und man kann natürlich hier hinten auf dem Motorraum schauen, auch alles aus Vollcarbon. Von dem her, optisch sind die beiden mega, mega cool, aber schreibt mal in den Kommentaren, welchen ihr denn nehmen würdet. Also, wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Saint-Tropez mit den beiden Autos, geben euch natürlich auch ein bisschen Point-of-View-Footage von der GoPro und versuchen auch ein paar coole Soundclips einzufügen. Oh,
jetzt geht's auch schon los. Wir sind auf dem Weg Richtung Saint-Tropez. In Saint-Tropez ist es einfach sehr schön zum Autofahren. Es ist aktuell extremst leer. Und da können wir euch auch dann perfekt Flybys geben, damit ihr auch den Unterschied zwischen den beiden Autos hören könnt. Klar, es sind beides V8, aber die hören sich schon noch ziemlich unterschiedlich an. Die Frage ist, ob wir es gut auf Kamera kriegen. Aber ich denke schon, von dem her, lasst uns mal ein bisschen Spaß haben. Wir haben es jetzt auch nach Saint-Tropez geschafft und eigentlich wollten mein Papa und ich jetzt noch so ein bisschen über die Autos reden. Ja, aber sobald der 675 LT fährt, steigt er einfach nicht aus. Das heißt, wir sind hier in dieser wunderschönen Location. Es ist wirklich auch schön leise. Der 600 LT steht genau hier. Ja, und mein Vater, er hört einfach nicht auf, Auto zu fahren. Ja, jetzt dreht er auf jeden Fall um. Aber ist ein bisschen doof. Aber vielleicht kriegen wir jetzt dadurch einen coolen Flyby. Ich höre ihn schon. Und jetzt kommt er auf jeden Fall vorbei. Wartet. Oh! Ich weiß nicht, ob das auf Kamera rübergekommen ist, aber das Knallen vom Runterschalten und beim Hochschalten vom 675 LT ist so unglaublich böse. Aber wie gesagt, er muss jetzt echt mal aufhören, Auto zu fahren, denn wir wollen jetzt hier eigentlich ja noch was filmen für euch. Ja. Und da kommt er jetzt auf jeden Fall. Mal gucken, ob er jetzt anhält oder ob er wieder vorbeifährt. Und er fährt natürlich schon wieder vorbei. Ich meine, ich beschwere mich nicht, es hört sich so toll an. Und in der Zeit, wo er rumfährt, kann ich mir natürlich den 600 LT angucken, was auch immer sehr schön ist. Aber ich hoffe so langsam schon, dass er jetzt gleich mal von da ganz entspannt dahin fährt, dass wir auch über die Autos reden können. Die Sonne scheint zwar und es ist auch echt wunderschönes Wetter, aber es ist schon ein bisschen kalt. Deswegen wärme ich mal hier meine Hände so ein bisschen auf. Dafür sitzt die Abgasanlage hier perfekt. Jetzt kommt nochmal mein Vater, aber ich hoffe wirklich, dass er jetzt dieses Mal wirklich mal stehen bleibt. Und er bleibt stehen. Ja, okay, perfekt. Von dem her, wir erzählen euch jetzt alles über diese beiden Autos. So, mein Vater ist jetzt auch mal wieder am Start, nachdem er mich hier sitzen gelassen hat und einfach weiter rum. Ja, sorry. Ja, also wirklich sorry. Es ist nämlich Sonne und so, aber es ist schon noch kalt. Aber wir werden jetzt mal so ein bisschen über die beiden Autos reden. Also ja, aber wenn ich 675 fahre, dann kann ich immer nicht aufhören. Das gebe ich auch gerne zu. Deshalb musste ich noch schnell ein paar Runden drehen. Ja, versteht man schon ein bisschen. Aber ja, wir reden jetzt auf jeden Fall über den 600 LT und über den 675. Und ich würde sagen, da die Kamera auf dem 675 steht, fangen wir mit dem 675 LT an. Ja, ist sowieso der mit Abstand der beste McLaren ever, ever, ever. Ja, also auf jeden Fall der beste McLaren, den wir haben und dem wir bis jetzt gefahren sind, würde ich sagen. Auch noch ein bisschen besser als der 620R, würde ich sogar sagen. Anders als der 620R. Der 620R ist schon ein richtiges Rennfahrzeug, muss man sagen. Ja. So, und das braucht man natürlich im täglichen Leben eher weniger. Also da muss man sich dann schon noch wieder die Strecken genau überlegen, wo das Auto optimal einzusetzen ist. Und das ist eben beim 675 LT anders. Das ist ein echter Daily McLaren. Ohne Pro, also das Ding kannst du wirklich jeden Tag fahren. Und die Sitze sind auch mega bequem. Das Auto ist nicht zu laut, wenn man langsam fährt. Wenn man schneller fährt, wird er ein bisschen lauter, aber das ist immer ganz schön. Ja, der klingt einfach noch gut, ja. Der hat kein OPF drin. Obwohl es ein Biturbo ist, klingt der wirklich richtig, richtig cool. Also, ja, ich muss es sagen, also wir lieben alle Autos, aber wir lieben ja den Performante besonders. Vom Fahrverhalten, da ist der 675, ich habe ihn jetzt ja ein paar Wochen nicht gefahren und also, ja, ich komme da echt nicht raus. Der ist so cool vom Fahren. Einfach mega. Ja, vor allem ist ein Auto von 2016, ne? Da muss man einfach mal dran denken. Das Auto ist wirklich nicht mehr das Jüngste und er ist einfach aktuell noch schneller als die meisten Autos, die heutzutage gebaut werden. Ja, egal, ob jetzt Ferrari, Porsche oder so, ein 675 LT zieht immer noch alles ab und er ist auch definitiv schneller als der 600 LT. Vorhin, als mein Papa auch einmal durchbeschleunigt hat, ich komme damit nicht hinterher, es hört sich vielleicht affig an, aber der 600 LT kommt nicht hinter den 675 LT her. Es ist schon ein bisschen traurig, wenn man dann langsamer ist, aber das gehört ja auch dazu. Aber Thema OPF, der 675 hat ja 100%ig keinen, aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht weißt du das, ob der 600 LT ein OPF hat. Nee, der 600 LT hat meiner Meinung nach auch keinen, bin mir nicht 1000% sicher, nein, aber ich glaube, der hat keinen. Der hat auch eine Sondergenehmigung, ähnlich wie die Lamborghinis. Ja. Das hätte, glaube ich, nicht so gut funktioniert mit dem Tower Exhaust hinten, den wir da haben. Das ist, glaube ich, der Vorteil gewesen. Das wird jetzt dann anders mit der, ja, heute Nacht kommt ja der Acura.
So. Unbedingt alle schauen, eine Minute nach 1 Uhr morgens, also wenn ich schlafen kann, sollte da reinschauen. Ja. Ich habe gehört, unbestätigt, es könnte sein, dass auch die Setting Crew zu dem Thema irgendwie was sagen wird. Mal schauen. Und also eventuell sogar im Video drin ist. Was? Also es könnte sein, dass ihr im offiziellen McLaren-Video dieses Gesicht seht. Ob ihr es wollt, weiß ich nicht. Aber es kann auf jeden Fall sein, dass ich da drin bin. Von dem her wirklich einschalten. Sollte sehr, sehr, sehr cool werden. Ja, das Auto werden wir euch dann demnächst auch mal präsentieren. Das ist natürlich was ganz anderes. V6 Hybrid. Ja. Nächste Generation sozusagen. Schauen wir mal. Aber zurück zum 675. Also 675... Ich kann es nur noch mal wiederholen. Für mich einer der besten McLarens vom Fahrverhalten, von der Dynamik, von der Power. Klar, der 27S hat noch ein bisschen mehr Dampf. Der 765 dann noch mal mehr Dampf. Ja. Aber irgendwo ist dieser 675, also es ist einfach cool. Die Straßenlage des Autos ist so sensationell. Das ist ja immer so ein Kritikpunkt für mich beim 600LT. Ne? Ich meine, du bist ja nur heute 600LT wieder gefahren und du siehst es ja auch nicht ganz so kritisch wie ich. Wir haben ja in unserem Video über den 600LT schon mal ein bisschen drüber geplauscht, dass das Popometer für mich im 600LT nicht so gut funktioniert wie in allen anderen McLarens. Nee, aber da gebe ich dir recht, weil ich bin jetzt ja die letzten Tage auch nicht so viel 600LT gefahren und mehr 718 GT4 zum Beispiel. Und das hört sich vielleicht komisch an, aber ich habe vom Gefühl mehr Downforce im GT4 als im 600LT. Was eigentlich gar keinen Sinn ergeben könnte. Und auch als ich jetzt heute gefahren bin, es ist immer so eine kleine Unsicherheit dabei, wenn man 600LT fährt. Also vor allem, wenn man ein bisschen schneller fährt. Irgendwas fühlt sich nicht 100%ig richtig an. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist trotzdem ein mega tolles Auto zum Fahren. Aber irgendwas fehlt einfach. Und das hat man im 675 nicht, im 720 hat man das nicht. Und im 620 hat man es auch nicht. 765 können wir noch nicht sagen. Aber das ist, ich weiß nicht, was da fehlt. Also, ich glaube, das liegt daran, das ist ja ein Sport Series. So, und er basiert ja letztendlich auf dem 570. So. Und es ist ja kein Geheimnis. McLaren hat mit dem 570 extreme Downforce-Probleme gehabt. Das gerade zum Anfang, als das Auto auf den Markt kam, war das auch ein Sicherheitsrisiko. Das war auch ein extremes Problem. Upsala, hier fliegt gerade jemand vorbei. Jetzt kriegen wir Besuch hier. war also auch ein Sicherheitsproblem. Beim 600LT ist es natürlich ein bisschen anders. Die Aerodynamik ist optimiert worden. Der Spoiler hinten sorgt schon für Downforce. Ja, aber ich gebe dir recht, das ist das, was ich immer mit dem Popometer meine. Also ich fühle das auch nicht so, wie ich es fühlen müsste. Ja. Es ist ein cooles Auto, insbesondere weil es auch ein Spider ist. Es ist unschlagbar, dass man abends im Dunkeln hinten die Flammen sieht. Das ist natürlich für Autoverrückte, wie wir es sind, das ist echt perfekt. So geil. Ja, das ist so geil. Ich muss auch dazu sagen, Thema 570S und so. Ich bin mir 90% da sicher, nicht 100%ig. Also falls jemand das besser weiß, könnt ihr das gerne korrigieren. Aber soweit ich weiß, genau aus diesem Punkt mit dem Downforce ist der 570S auch nie auf dem Nürburgring eine Rundenzeit gefahren, weil die Autos zu gefährlich sind. Im Nürburgring, der Boden ist nicht perfekt, man hoppelt oft hin und her. Und das mit dem 570S zu machen, also ich würde nicht freiwillig, glaube ich, wirklich auf Attacke auf den Nürburgring mit dem 570S, da hätte ich wirklich zu viel Respekt vor. Nicht, dass ich glaube, dass ich es nicht hinbekommen würde, aber ich weiß einfach nicht, ob das Auto dafür gut gebaut ist. Und da ist auch selbst der AMG GTR besser, kann man wirklich so sagen. Und das Auto ist deutlich preiswerter. Aber muss das Auto nicht nur schlecht reden, wir lieben den 600LT trotzdem, unser erster wirklicher McLaren. Und wir wollen auch nicht sozusagen das Auto verkaufen oder so, das ist nicht geplant. Nein, das ist einfach es ist ja cool, dass wir die LT-Serie jetzt bei uns in der Kollektion quasi fortsetzen dann mit dem 7,6. Wir haben dann die LT-Modelle, die es gibt und ich finde auch nach wie vor, er hat seine Berechtigung, aber wenn man richtig auf Attacke gehen will, dann sind andere McLaren-Modelle für uns, für mich auf jeden Fall besser. Ja, besser, sicherer. Ja. Ne? Ja. Aber wenn wir jetzt hier schon so ein bisschen rumquatschen über die Autos, ganz gut und schön. Ich darf eins nicht vergessen, ich habe gerade eben eine Nachricht bekommen. Okay. Wir müssen gleich nochmal schnell zu unseren Freunden von Minitü. Das ist ein sehr schönes Weingut hier in Ramatuel. Und ich muss den 2020er Rosé holen, sonst brauche ich heute Abend gar nicht nach Hause kommen. Gut, also wir müssen jetzt anscheinend ja noch Wein kaufen, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf, aber okay. Geht schnell. Geht schnell, dann holen wir halt ein bisschen Wein. Aber ja,
Genau, dann würde ich sagen, fahren wir mal rüber zum Mini-T. Ja. Du holst dann ein paar Fläschchen da und danach machen wir mal ein paar Flybys, Soundclips, ein paar Revs und also ein schönes Zeug. Von dem her, bis gleich. Und jetzt bin ich auch schon wieder alleine da. Sobald mein Papa Wein braucht, ist er einfach so schnell weg. Natürlich, wollte ich noch schnell sagen, wir trinken natürlich nichts vom Fahren. Immer wenn wir Auto fahren, haben wir keinen Schluck Alkohol davor getrunken oder irgendwie sowas in der Art. Aber ich springe jetzt im 600 LT und fahre hinterher. Und da läuft er rein und bestellt jetzt ein bisschen Wein. Auf jeden Fall, die McLaren stehen hier beide, sehen wunderschön aus zusammen, muss man einfach mal sagen. Und wie ihr hier sehen könnt, wirklich ein sehr, sehr schönes Weingut. Alles ruhig. Das ist die Marke Mini-T. Die machen wirklich mit Abstand von unserem Geschmack aus den besten Roséwein, den es gibt. Also falls ihr mal einen Roséwein sucht, Mini-T ist natürlich eine sehr gute Option. Also ich hoffe gerade, dass mein Vater nicht zu viel Wein kauft, weil da stehen auf jeden Fall schon mal zwei Weinkästen. Wir haben nicht so viel Platz, aber Thema Platz, Fun Fact. Hier bei McLaren hat man diese zwei Knöpfe hier für die Tonau. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber hier kann man hochdrücken und dann fährt sich das auf, wo zum Beispiel das Verdeck sonst reinkommt. Und damit hat man hier hinten einen extra Kofferraum. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das irgendwie mega, mega cool, dass man da noch einen Kofferraum hat. Das gleiche beim 675 LT. Und vorne die Kofferräume sind auch nicht zu klein. Aber es wird jetzt ja auch so ein bisschen Alltagstest zu sehen, wie viele Flaschen Wein oder Kartons man da wirklich reinkriegt. Wein ist jetzt auch im Auto. Und jetzt fahren wir weiter. Jetzt gibt es auch endlich mal ein bisschen Sound von den Autos. Ein paar vernünftige Flybys. Zwei Kisten Wein passen auf jeden Fall ohne Probleme vorne in den 675 LT rein. Mein Vater hat das natürlich alles schön alleine reingetragen, denn ich habe den Wein nicht gekauft, deswegen habe ich mich dabei ein bisschen entspannt. Und wir fahren jetzt los. Das war jetzt gerade wirklich nicht geplant, aber es war ein perfekter Synchronstart. Es ist jetzt Go-Time für ein paar Flybys. Ich sag schnell per Walkie noch Bescheid. Ah ja, schon verstanden. Und los geht's. Und da kommt der ein Fiat 500 L oder X. Hui! Extrem schnell unterwegs natürlich. Aber jetzt kommt er wirklich, der 675 LT Spider. Er wartet kurz, bis die Autos weg sind und dann ist Attacke. Und da kommt er. Das Auto sieht so toll aus. So toll. Boom! Es kommt nie so gut über Kamera rüber. Ach, dieses Auto ist so toll. Er natürlich auch, es hört sich in dem Video wahrscheinlich an, als würden wir den 600 LT so ein bisschen vergessen. Aber der 600 LT ist natürlich auch mega, 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 mega cool. Aber es ist halt am Ende kein 675 LT. Ja, ich wünschte, wir könnten jetzt natürlich in den Covid-Zeiten noch abends raus, damit wir euch mal die Flammen vom 600 LT zeigen können, aber das ist aktuell leider bisschen schwer. Ich hoffe auch, euch haben die Point-of-View-Footage-Sachen gefallen, weil es war gerade die erste Chance, wo man mal ein bisschen ganz leicht Gas geben konnte.
Ah, und es macht einfach so viel Spaß. Genau deswegen machen wir das ganze Zeug. Und jetzt läuft gerade jemand hinter mir her, keine Ahnung, wer das ist. Aber ja, mein Papa sollte jetzt gleich auf jeden Fall wieder vorbeikommen. Und dann kriegen wir ein bisschen guten Sound. Ich würde jetzt aber sagen, dass es am meisten Sinn ergibt, wenn ich jetzt mal die Schlüssel vom 600 LT an meinem Vater gebe, dass er auch ein paar Flybys von dem geben, also uns machen kann. Und danach frage ich ihn nochmal kurz den direkten Teil vom Auto. Und danach frage ich ihn natürlich nochmal, was er jetzt so direkt als Unterschied gemerkt hat, weil direkt aus dem 675, der gerade sehr schnell kommt und meine Jacke hat sich gerade mit dem Wind bewegt. Ist ein gutes Zeichen. Aber ja, dass er dann auch mal sagt, wie der direkte Vergleich ist vom 600 LT zum 675 LT. Habt ihr das gesehen? Habt ihr die Airbrake gesehen? Wenn der Flügel hinten so macht, um beim Bremsen zu helfen, sieht so toll aus. Sieht so toll aus. Aber wie gesagt, eigentlich sollte er jetzt schon wieder da sein, dass er den 600 LT nehmen kann. Aber ich glaube, er dreht da vorne beim Kreiswecker um, kommt her und springt dann in den 600 LT Spider. Der 675 LT ist wieder da. Mein Vater ist jetzt im 600 LT. Das heißt, jetzt gibt es erstmal einen schönen Start vom 600 LT und dann noch ein paar Flybys und eventuell, wenn wir stehen bleiben können, auch ein Launch Control. Das habt ihr jetzt leider nicht ganz mitbekommen, aber wir sind jetzt fertig mit dem Flybys. Ich steige ins Auto, wollte anmachen, ging nicht an. Ich so, hä? Hab gemerkt, dass mein Vater doch den Schlüssel hat, aber er hat mir per Walkie-Talkie nicht richtig zugehört und ist jetzt weg. Also lediglich, ihr könnt hinter mir sehen, er ist nicht da und er ist auch nicht hier. Ja, jetzt sollte er aber gleich mal wiederkommen und mir den Schlüssel geben, weil sonst ist es ein bisschen blöd. Aber da vorne kommt er auf jeden Fall, der Schlüsseldieb. Nicht gerade nett. Nicht gerade nett. Da ist er. Hoffen wir mal, dass ich gleich den Schlüssel kriege. Es wäre natürlich keine richtige Ausfahrt, wenn wir jetzt nicht hier wären. Bei der Tankstelle. Der 675 LT muss getankt werden. Er ist leer. Aber für mich kein Ding. Der 600 LT hat noch 240 Kilometer Reichweite. Also alles ganz, ganz entspannt. Und ja, dann tanken wir den mal voll. So, ich sitze jetzt noch hier, da mein Vater jetzt noch mal kurz reingegangen ist. 675 LT ist jetzt voll getankt, was schon mal sehr, sehr gut ist. Und dann geht's gleich auf die Autobahn Richtung Heimat. Wir haben es jetzt auch wieder nach Hause geschafft, nach einem wirklich sehr spaßigen Tag. Schön viel Sonne, lauter Autos, ist eigentlich die beste Mischung, die man haben kann, denke ich mal. Von dem her, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Denkt dran zu abonnieren und ciao.